Willkommen zum zweiten Let's Play von Knight's Quest. So, hier sind wir vorher stehen geblieben und hier geht's weiter. Hey, Rusty. Oh, hey Jack. Wie kannst du jetzt nur schwimmen gehen? Hast du Spaß? Ich wäre fast ertrunken. Nein, ich hatte keinen Spaß. Ah, ein typischer Rusty. Siehst du diese schwebenden Kristall? Welchen schönen Kristall? Ich glaube, den könnte ich versuchen, verursacht haben. Oh, nimm ich mal das. Du solltest unseres Dorf ein nie zuvor dagewesenes Desaster angerichtet haben. Ich kann es erklären. Ein typischer Rusty. Hab ich's doch gesagt. Hab ich dir nicht gesagt? Jetzt schnell. Schnall dich an und hör dir an, was ich heute für einen Morgen hatte. Ich saß nur da, trank etwas Milch, als plötzlich, ja, Milch glaube ich mal ja nicht. Du hast bestimmt deine 10 Flaschen Bier in deinem Cap. Wumm, zack, kabum. Ich habe die ganze Milch verschüttet, dein Bier. Rassi, sie isst jetzt alle. Deswegen, zu weinen bringt doch nichts. Du hast mich weinen sehen? Das war nicht wegen der Milch, echt nicht. Aber davon abgesehen, machst du dir keine Gedanken über den schweinegroßen Kristall, der wie aus dem Nichts erschienen ist? Die ganze Stadt ist am Austicken. Das könnte das Ende der Welt sein. Uns könnte die Milch ausgehen, eher den Kasten Bier. Dann geh im Laden und hol dir neuen. So. Ich hoffe, die Kopfhörer von Rusty funktionieren noch. Die sind wasserdicht. So. Und sein Handy ist ja auch wasserdicht. Der hat ein Galaxy S20, hat er. Ne, S21 schon. Mit 1 TB internen Speicher für seine hochaufgelöste HD-Musik. In Qualität von Fidal. So, mal gucken, wo wir jetzt da hin müssen. Aber hier sind Schiffe. Schwimmen die überhaupt alle noch oder haben die alle ein Loch? Mal gucken, was hier drin ist. Jo, das sieht schon richtig cool aus, das Schiff da, das große. Aber man kommt hier gar nicht durch. Jo, und die Konsole macht mal wieder ordentlich Krach. Ich habe es immer noch nicht geschafft, mir eine neue zu holen. Weil ich habe mir vorgenommen, mir doch keine neue 4 zu kaufen. Sondern ich warte lieber, bis die 5 wieder verfügbar ist. Und dann werde ich mir die holen. Solange muss man den Krach noch ertragen. Aber ist nicht bei allen Spielen so. Bei Sephiroth Story zum Beispiel ist der Krach nicht so. Hallo, ist da draußen jemand? Jo. Oh, gut, hör zu. Ich sitze hier schon eine Weile drin. Gewöhnliches Toilettenpapier gefällt mir einfach nicht. Ich brauche zum Abwischen was richtig Tolles. Etwas weich und seidig ist. Ein Umhang sollte ausreichen. Ein neuer Haufen Arbeit. Nun, hast du den Umhang für mich? Nö. Oh, ist ja WLAN. Du willst jetzt die ganze Zeit da drin warten auf dem Balken. Dann viel Spaß. Auf den Umhang kannst du lange warten erstmal. Das wird dein neues Zuhause. Ah, dafür, dass das Spiel früher hat das Ding mal 6 GB gehabt. Stand in der Installation. Auf einmal wurden da 12 GB. Welchen Weg nehmen wir denn? Nehmen wir erstmal nach oben. Das haben sie auch richtig cool hingekriegt, das Spiel. Guck mal, deswegen macht die Konsole auch so viel Krach. Das ist meistens immer so bei grafikstarken Spielen. Guck mal, was ist mit dir los? Naja, dein Spiel ist halt wohl ein bisschen zu kurz geraten. Tut mir leid, Kleiner, dieser Bereich ist abgesperrt. Sehe ich nicht. Irgendwo ist ja unser nächstes Ziel. Da hinten ist auf jeden Fall eine Tür abgebildet. Hier ist auch eine Tür abgebildet. Oben auf der Leiste. Mal gucken, ob hier irgendwo ein paar Monster sind. Oder vielleicht eine Menge Gold. Ironisch schlecht, damit die Augenklappe auch mal flattert. Auch wenn er keine hat, bei ihm flattern ja die Kopfhörer. Na klar, ist denn das? Stärker!
Spitzmelone. Vielleicht ein Quest-Item oder so. Ah, einen Berg zerschmetterst, fast ertrunken, einen schwebenden Kristall beschworen. Bleibt cool, Rusty. Es weiß ja keiner, dass du für das Ganze verantwortlich bist. Ruhe, Ruhe euch im Saal! Alles, als euer Bürgermeister versichere ich euch, dass wir alles Erdenkliche tun, um den riesigen lila Kristall im Himmel zu töten. Oh Gott, der Kristall lebt. Was willst du darstellen? Soll das eine Medaille sein? Willst du einen Herkules darstellen? Naja, so dick sind die Arme auch wieder nicht. Fürchtet euch nicht, mein Bürger. Ich habe die besten Nekro-Anwälte des Landes konstruiert. Und sie haben mich darüber informiert, dass tote Menschen keine Rechte haben. Na klar. Mit etwas Teamwork können wir sie mit Missgabeln niederstechen. Und der ganze Schlamasse wäre nur erledigt. Ich liebe Missgabeln. Hey. Ich liebe es, Untote näher zu stechen. Du verprügelst dich doch eher. Aber was ist mit dem Kristall? Endlich haben wir eine Verwendung für die ganzen Missgabeln, wegen denen wir unser Budget verprasst haben. Ich habe einen Plan. Ich hoffe, darin kommen Missgabeln vor. Nee, da kommen eher deine Schulden vor. Hm. Und was ist dein höchst missgablicher Plan, Vali? Was auch immer hier gerade geschieht, es ist mächtiger, als wir vorstellen können. Dieser Kristall erzeugt genug Geistenergie, um das gesamte Königreich zu zerstören. Wir sollten die Hüter um Hilfe rufen. Es ist so ziemlich ihre einzige Aufgabe, unsere Welt zu beschützen. Das ist genial, gut gemacht. Wirklich klasse, es sollte nicht allzu schwierig sein, die Hüter zu finden. Rusty und ich können gleich Hüter sein. Wann helfen die Hüter jemanden außer sich selbst? Nein, nein, nein. Ich dachte eher an die Geistritter. Geisterritter, das sind doch nur Märchen. Versammelt euch und hört euch die Geschichte der Geistritter an. Der drei stärksten Krieger im gesamten Königreich. Regalia. Der erste war Henry, der große Geisterritter des Windes. Naja, voll der Angeber. Und von Wind und Himmel gesegnet stürmte er vom Siege zu Sieg. Der Legende nach rettete er einst ein ganzes Waisendorf. Na klar, bei den tobenden Feuer und nichts als reiner Muskelkraft. Ein kleines Dorf, naja. Es folgte Rocky, der Steinmensch, Geistritter des Feuers. Puh. Das sieht schon cool aus, ist ein mechanischer. Er war ein Meister des Kampfkunsts, so wild und schnell wie ein wütendes Feuer. Mit der Hitze von tausend Sonnen geglühend, ließ er blitzschnell vernichtende Schläge auf seine Gegner. Naja, so heißt es auch wieder nicht. Der wäre nichts mehr von der Erde da. Der letzte war Ivan, der Eistyp, Geistritter des Eises. Brr. Er war kühl und stark wie uraltes Eis. Ja, aber er hatte eine Lady und friert die gerade ein. Und ein unaufhaltsamer Krieger, es heißt, dass nichts seine dicken, gefrorene Haut durchdringen kann. Er war der böse Junge der Gruppe. Ja, sieht man ja auch die Lady, die dazwischen klemmt. Zusammen formten sie die Geistritter. Sie wachen über uns von den eisigsten Bergen, über die feurigsten Wüsten bis hin zu den windigsten Wäldern. Glück, das sind die drei Hauptwelten, die man bereisen muss. Das sagt die Legende, Schätzchen, und wie wir alle wissen, sind Legenden praktisch Tatsachen, die für bare Münze genommen werden. Beantwortet das deine Frage? Ich habe keine Frage gestellt. Gut, da es keine weiteren Fragen mehr gibt, sollte Rusty und du euch endlich nützlich machen und die Geistritter finden. Und stellt sicher, dass ihr alle drei findet. Sie bilden ein mächtiges Dreierpack. Sowas in der Art. Ja, wie das Triforce.
Richtig, Rasti. Ich bin mir sicher, er ist hier irgendwo. Was redest du da? Ist er doch? Natürlich. Ich wusste, dass er hier ist und nicht irgendwo anders, weil dann wäre er nicht hier. Was er natürlich ist. Hör auf damit. Nun, wenn es keine Einwände gibt, Sitzungsvertrag. Neue Geistritter an, des Willens Auftrag. Eine Hauptquest-Seiten. So. Das zu. Das ist eine Brücke. Na klar. Sind da so viele Eingänge? Oh, mal gucken, wo die ist. Ja, na klar. Seid ihr Pantymos oder was? Oder warum macht ihr eine unsichtbare Wand dazwischen? Wo die ist, die Lady? Ah, hier ist sie doch. Wo muss sie den Bürgermeister ansprechen? Oder nimm ich mal eine Wache? Geh weiter, Kleiner. Los, raus hier. Das ist aber jemand schlecht gelaunt. Ja, die sind immer schlecht gelaunt mit ihren kleinen Waffen da. Aber hat gerät da hinten jemand? Da hat jemand wohl seinen Feuer freien Lauf gelassen. Oh. Ich klopfe da, wo der rote Punkt ist. Da ist immer das nächste Ziel. Tut mir leid, Kleiner. Dieser Bereich ist abgesperrt. Ja, sollte man das Feuer mal löschen, endlich mal. Questkarte, Map. Drücke auf die Inventar-Taste. Und ist außerdem die Touch-Taste, um die Karte anzuzeigen. Darauf siehst du sowohl alle erkundeten Regionen als auch die verfügbaren Quests. Cool. Wir müssen also da, wo das Grüne ist, da müssen wir also hin. Vergessener Tempel. Also müssen wir hier runter und dann hier rüber lang. Gucken, ob man da auch abkürzen kann. Kann nur richtig sein, der Weg hier. Denn hier lang? Das könnte der Tempel vielleicht sein. Hier mal gucken. Na klar, ich bin noch nicht mal ein Stück weitergelaufen. Was soll das denn? Ist hier falsch? Rasti. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ich habe dein Signal bei der Explosion verloren. Geht es dir gut? Ja, mir geht es gut und keiner. Und kleiner Schlag auf die Birne. Gut, dann, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Die Idee des Bürgermeisters ist ein aussichtloses Unterfangen. Er denkt bestimmt, dass wir nichts über die Geisterritter wissen, um den wichtigsten Teil der Legende wegzulassen. Nicht wahr? Wer kennt denn nicht die wichtigste Sache über die Geisterritter? Nein, er kennt die nicht. Das wichtigste Sache ist Freundschaft, Liebe, Geld. Natürlich das Erste, das ist immer das Wichtigste. Der wichtigste Teil ist, dass die Geisterritter eigenst von den Hütern auserwählt wurden. Das wäre meine nächste Option gewesen. Sie können ein wichtiges Puzzlestück sein, jedoch nicht aus dem Grund, dass der Bürgermeister im Kopf hatte. Wenn die Geisterritter finden wollen, ist der nächstgelegene Ort, an dem wir damit beginnen sollten, der vergessene Tempel. Naja, wenn er vergessen wurde, war auch keiner drinne. Richtig, der vergessene Tempel. Und der liegt in Richtung Westen. Wenn du mich ausreden lassen würdest, wüsstest du, dass ich Westen sagen wollte. Sei vorsichtig, Rassi. Es ist ein lange her, seit jemand zuletzt den vergessenen Tempel betreten hat. Man vergisst leicht, wie gefährlich er ist. Ich nehme an, deshalb heißt er auch nicht denkwürdig sicherer Tempel. Ey, die Lady hat irgendwie immer Probleme mit ihrer Brille. Begib dich nach Westen zum vergessenen Tempel. In der Zwischenzeit werde ich weiter Nachforschungen über die Geisterritter anstellen. Ich bleibe über die Kopfhörer mit dir in Kontakt. Wusstest du doch, dass es Kopfhörer sind? Und nicht irgendwer, der
Ja, irgendein so ein Accessoire oder so. Irgendwie kann ich mir das schon denken. Jo, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video dann erstmal war und wir sehen uns dann hier wieder. Ich weiß nicht, ob es der Tempel ist, aber auf jeden Fall an der Stelle. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.